Gestern hatten die Aktienmärkte an der Wall Street noch gute Laune, aber nachbörslich kam dann etwas, was diese gute Laune schlagartig hat kippen lassen, nämlich die Zahlen von Snap. Und da wurden Aussagen getroffen, die eigentlich schlimmer nicht sein könnten. Und de facto deutet jetzt alles darauf hin, dass diese Rezession, von der viele schon länger sprechen, aber die jetzt immer konkreter wird, bald eintreten dürfte. Und warum tritt diese Rezession ein? Stupid, it is the inflation. Es ist die Inflation, weil schlichtweg die Konsumenten eben all die Ausgaben zurückführen, die sie zurückführen können, um sich das Allernotwendigste überhaupt noch leisten zu können, sprich Lebensmittel. Wir hatten in der letzten Woche die Zahlen von Target und Walmart, die das klar gemacht haben, die Aussagen der beiden Unternehmen, die klar gemacht haben, der Konsument ist Oberkante, Unterlippe und der kann jetzt nicht noch Zusatzausgaben machen. Der beginnt zu sparen an den Ausgaben, die nicht zwingend notwendig sind. Und wir schauen uns mal die Aussage von Snap an. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Seit wir unsere letzte Guidance, unseren letzten Ausblick am 21. April, das ist also jetzt gerade mal einen Monat her, gegeben haben, hat sich das makroökonomische Umfeld deutlich verschlechtert, deutlich schneller und stärker verschlechtert, als wir erwartet hatten. In einem Monat, wie gesagt, das war am 21. April, vor gut einem Monat, hat sich also das Umfeld so dramatisch offenkundig verschlechtert. Deswegen nimmt die Firma ihre Prognosen deutlich nach unten und hat gesagt, wir werden zwar keinen Einstellungsstopp machen, aber deutlich weniger einstellen als zuvor. Und das ist immer so, ja, diese Maschine. Die Inflation frisst letztendlich dem Konsumenten seine Rücklagen auf, könnte man sagen. Der Konsument beginnt zu sparen. Das merken die Unternehmen, dass die Konsumenten vorsichtiger werden. Also beginnen die Unternehmen weniger zu investieren, weniger einzustellen oder gar Menschen, Mitarbeiter zu entlassen. Und so spult sich diese ganze Spirale auf. Und am Anfang dieser Spirale steht die Inflation. Und warum haben wir die Inflation? Weil die Notenbank einen Geist aus der Flasche haben entweichen lassen oder wollten ihn aus der Flasche ziehen und kriegen ihn jetzt nicht wieder rein. Diese massive Ausweitung der Geldmenge in Kombination dann mit zu wenig Angebot durch Corona und Ukraine-Krieg, das war das Gift, das war sozusagen das Streichholz, das diesen ganzen Brand hat entzünden können, der aber durch die Geldpolitik der Notenbanken bereits angelegt war. Jedenfalls ist das, was man sich hier anschauen muss, eben eine Frage, ist das ein größerer Trend, der hier jetzt eingeleitet wird? Snap könnte auch für diese ganzen Tech-Werte jetzt ein böses Omen sein. Die Aktie jedenfalls gestern 31% nachbörslich gefallen. Auch Meta Platforms, also Gesichtsbuch, gestern schwer unter Druck, andere Tech-Werte auch unter Druck. Wir wollen uns jetzt hier diese Grafik mal anschauen, meine Damen und Herren. Bernanke hat ja noch im 7. April 2020 gesagt, also Inflation ist kein wirklich hohes Risiko, weil trotz unserer Geldpolitik und der fiskalischen Stimuli. Jetzt im Mai 2020, also zwei Jahre später, sagt er, ja, die Fed hat zu langsam reagiert auf diese Inflation, das sei ein Fehler gewesen. Also er widerspricht sich diametral, damals war es keine Inflationsgefahr durch die Geldpolitik, jetzt ist sozusagen die Geldpolitik zu langsam gewesen auf diese Situation zu reagieren. Und hier sehen wir einfach mal die hohen Ausschläge von Inflation und dunkel gestrichelt dann Rezessionen. Und wir sehen, dass entweder diese hohen Rezessionen zu hohen Inflationszahlen zu einer Rezession führen oder eben die Inflation vorher schon runterkommt, eben weil die Konsumenten vorher schon beginnen, komplett zurückzufahren und dann die Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Aber wir sehen, es ist schon auffällig, dass hohe Inflation und Rezession offenkundig miteinander zusammenhängen. Und das ist ja auch logisch, wenn die Preise immer mehr steigen, dann wird weniger gekauft. Hier schauen wir uns mal an einen Hamburger, was da alles teurer geworden ist innerhalb eines Jahres. Also von April 21 bis April 22, Bacon 17,7%, Beef 14,8%, Soßen Condiments 9,2%, Lettuce 12,7% und Roll, also praktisch die Hülle dieses Hamburgers um 10%. Also wir sehen, das ist schon sportlich, das kann man an einem Hamburger
sehr gut zeigen. Und man kann natürlich auch an dem Ölpreis sehr viel zeigen, respektive an den Preisen an den Tankstellen sehr viel zeigen. Denn das ist der Ort, wo der Konsument sozusagen diese Teuerung am direktesten spürt. Gerade der Konsument in den USA, der gerne auch Kurzstrecken oder kurze Wege mal mit dem Auto gerne zurücklegt. Und hier warnt jetzt JP Morgan, dass der Gasoline-Preis über 6 Dollar ausbrechen wird. Wir sind ja jetzt bei der normalen Gallone so im Bereich 4,50 Dollar. Diesel ist noch teurer. Das ist für die Amerikaner durchaus sportlich, entspräche so einem Preis etwa für den Liter von 1,44, 1,45. Darüber würden wir jetzt Freudensprünge machen, aber für die Amerikaner ist das ein Thema. Deswegen hat der Präsident Biden jetzt ins Spiel gebracht Environmental Waivers, also praktisch Ausnahmegenehmigungen in Sachen Umweltschutz, also dass man bestimmte Umweltabgaben vielleicht nicht mehr bezahlen muss. Man sieht, es geht jetzt zur Sache. Wem haben wir das Ganze zu verdanken? Eben diesen Klakören der Notenbanken, die gesagt haben, ach, ihr könnt drucken, wie ihr wollt, es wird nichts passieren, durch ein Wunder passiert dann nichts. Lange hat dieses Wunder gehalten durch eben diese Globalisierungsstory, durch die Verlagerung von Produktion ins Ausland, immer billigere Arbeitskräfte, die woanders produziert haben. Jetzt sind wir in der Entglobalisierung oder Deglobalisierung. Dementsprechend ist dieser Trend jetzt umgekehrt. Und dann sagt eine Stephanie Kelton, so einer der Mitbegründerinnen von MMT, Modern Monetary Theory, ja, ich bin sehr besorgt, dass wir in Richtung einer Klimakatastrophe laufen, die dann die US-Wirtschaft inflationär und weniger widerstandsfähig machen würde. Okay, also es ist dann die Klimakatastrophe, die zu inflationären Schocks führt, nicht die Geldpolitik der Fed. Das bringt hier Professor Richard Werner direkt auf den Punkt. Ihr selbst habt doch eben diese Politik immer gut geheißen. Man kann Geld drucken, Geld drucken, Geld drucken, solange keine Inflation entsteht. Aber durch Gelddrucken entsteht eben unter einigen Voraussetzungen dann eine sehr heftige Inflation, und die haben wir jetzt. Und diese Heftigkeit der Inflation, die ist inzwischen auch in Deutschland ein echtes Thema. Hier sehen wir die ARD-Börsenexpertin, mit Sicherheit meine, würde ich sagen, 14 beste Freundin Anja Kohl, die sagt, wir gehen in eine Dekade der Inflation. Wir sehen auch gestern bei Hart aber herzlich, es kann nicht sein, dass die Preise steigen und die Löhne nicht. Hier sagt ein fünffacher Vater, dass 260 Euro mehr im Monat anfallen, alleine für Lebensmittel. Und ich hatte gestern auf die Strompreise verwiesen, die gestern ein neues Allzeithoch gemacht haben. Sprechen alle von Gas und Öl, aber kaum einer spricht von Elektrizität. Und da schießen die Preise noch weiter durch die Decke. Also es ist ein Riesenthema. Und was das Thema hier auch in Deutschland bedeutet, das können wir hier sehen. Hier sind die Inflationserwartungen und die GDP-Erwartungen, also die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum. Das eine geht permanent nach unten, nämlich das Wirtschaftswachstum, respektive die Prognosen derselben, und die Inflationserwartungen gehen weiter nach oben. Das ist eine Stagflation in einem einzigen Chart, wie Andreas Steno Larsen hier anmerkte. Wir haben heute eine Rede von Jerome Powell, der kürzlich ja klar gemacht hat, Leute, es ist so, dass ich die Inflation bekämpfen werde, bis sie unten ist. Komme, was da wolle, koste es, was da wolle. Heute wird um 18.20 Uhr deutscher Zeit der Jerome sprechen vor dem American Indian Enterprise Development Reservation Economic Summit in Las Vegas, wie auch immer. Also irgendwie ist ein Inder dabei, aber das ist die Frage, wird er da zur Geldpolitik was sagen? Die Märkte werden sich das genauer anschauen. Gestern Esther George, die gesagt hat, ich erwarte, dass wir im August um und bei 2% Zinsen sind. Macht Sinn, denn die Fed dürfte im Juni nochmal ein halbes Prozent und dann im Juli jeweils praktisch ein halbes Prozent anheben, also noch ein Prozent bis in den Sommer hinein. Und hier sagt sie, Evidence, also erst wenn die Inflation wirklich sich deutlich verlangsamen würde, dann könnten wir auch mit dem Tightening, mit der Straffung der Geldpolitik ein bisschen langsamer vorgeben. Aber derzeit sei die Inflation noch zu stark und zu breit gestreut. Das Ziel von 2% Inflation sei die Top Priority. Ja, und die Zinsen sind jetzt bei 0,75 bis 1,0% nach der sogenannten Taylor Rule. Das ist eine von Taylor entwickelte
Richtschnur sozusagen für Leitzinsen. Da ist Inflation ein Thema, da ist der Arbeitsmarkt ein Thema zur Berechnung dieses Indikators. Jedenfalls sehen wir, dass hier eine signifikante Diskrepanz ist zwischen dieser Taylor Rule und den faktischen Leitzinsen der US-Notenbank. So groß ist diese Diskrepanz wie nie. Wir sehen aber, dass das schon relativ kongruent läuft, dass also die Fed schon in Richtung sich dieser Taylor Rule bewegt. Dementsprechend könnte es sein, dass doch die Fed auf 3-4% erhöhen müsste, um einigermaßen dieser Taylor Rule entgegenzukommen. Aber wenn die Fed das tut, dann wird etwas kaputt gehen. Jetzt haben wir dann solche Superfreunde wie Joseph Stiglitz, jene Keynesianer, die also immer gesagt haben, wieso, ist doch alles schick, wir können doch Geld drucken, ist doch alles gut. Die sagen jetzt aber, es ist nicht gut, wenn man die Zinsen anhebt, weil zum Beispiel damit könnte man ja auch nicht mehr Essen produzieren. Wir hätten doch eine globale Nahrungsmittelknappheit und du kannst doch durch Zinsanhebungen keine Nahrung produzieren. Da ist ohne Frage etwas dran an der Aussage, aber sie tut leider nichts zur Sache, denn du musst die Inflationserwartungen nach unten bringen, damit du die Inflation nach unten bringst, und das kannst du nicht durch permanente Ablenkungsmanöver wie solche Aussagen von Stiglitz, eben Aussagen von jenen, die uns diese ganze Suppe ja faktisch eingebrockt haben. Man darf das oder man kann das nicht genug oft erwähnen. Schauen wir uns dann nochmal den US Household Net Worth an gegenüber dem S&P 500. Sehr kongruent, der Household Net Worth noch sehr hoch, der S&P inzwischen ein bisschen weniger hoch. Würde darauf hindeuten, dass auch der Household Net Worth, also das Vermögen der Amerikaner, bald ein bisschen nach unten kommt. Aber wir sehen, wie weit wir noch über dem bisherigen Allzeithoch sind, sowohl beim S&P 500 als auch bei diesem Haushaltsvermögen der Amerikaner, das vor dem Corona-Crash erreicht war. Da haben wir noch richtig Luft, da haben wir noch nicht mal die Hälfte der Strecke absolviert. Das bedeutet, dass der S&P eigentlich, der Leitindex der Amerikaner, eigentlich mindestens bis dahin fallen müsste. In einer Situation, wo jetzt die Geldpolitik sich strafft, die Wirtschaft sich abkühlt, während das alles Februar 2020, abgesehen von Corona, nicht zwingend absehbar gewesen war. Da war die Inflation niedrig, da war die Wirtschaft okay, nicht überragend, aber okay, dann kam Corona, alles war anders, dann kam die Totalintervention der Notenbanken, und gestern war einer der Gründe, warum die Märkte gestern noch gute Laune hatten, Borstig von der Fed, der gesagt hat, ja, es könnte Sinn machen, im September mal eine Pause mit den Zinsanhebungen zu machen. Ich bin eigentlich bei den nächsten Meetings, bin ich durchaus einverstanden, wenn wir da um 50 Basispunkte, also 0,5% die Zinsen anheben. Und wenn die Inflation weiter zu hoch ist, müssen wir auch noch aggressiver vorgehen. Aber allein die Aussage, dass im September erstmal eine Pause sein könnte, hat die Märkte beflügelt. Allerdings muss man wissen, dass Borstig in diesem Jahr nicht stimmberechtigt ist, also nicht wahlberechtigt. Und dass er zweitens diese Aussage schon am 9. Mai gemacht hat. Damals sind aber die Märkte total runtergekommen, stark gefallen am 9. Mai. Und gestern war seine Aussage einer der Treiber für die Rallye, die wir gestern gesehen haben. Neben Jamie Dimon, JP Morgan-Chef, dessen Analyst Marco Kolanovic ja immer wieder sagt, buy the dip, buy the dip. Der hat schon so oft den Dip gekauft, dass er wahrscheinlich jetzt kein Cash mehr hat. Jedenfalls strong economy, sagt der Jamie, big storm clouds, also dicke Wolken, aber starke Wirtschaft. Ich nenne es storm clouds, weil es sind storm clouds, also es sind Sturmwolken. They may dissipate, also die könnten auch wieder verschwinden. Diese Aussage von Jamie Dimon in Kombination mit Borstig, in Kombination mit Andeutungen von Joe Biden, die China-Zölle fallen zu lassen, nicht weil er jetzt das Reich der Mitte so lieb haben würde, sondern weil eben diese Zölle sehr inflationär wirken in den USA. Alles zusammen jedenfalls hat dazu geführt, dass wir gestern Dow Jones 2% im Plus, S&P auch fast, Nasdaq 1,6%, vor allem Financials, Aktie JP Morgan gestern 6%, waren die dicken Gewinner, Energy, Technology, dann seltsamerweise Consumer Staples weit vorne. Also defensiver Sektor, während Consumer Discretionary eigentlich so ein sehr Risk-On-Sektor, das Schlusslicht bildete, war zwar auch noch im Positiven, aber ganz hinten, also ganz passt diese ganze Geschichte nicht zusammen, was gestern da an den Märkten passiert ist. Inzwischen hat jetzt auch JP Morgan seine Rezessionswahrscheinlichkeit auf 41% angehoben, aber man sagt ja nicht wegen den Konjunkturdaten, sondern einfach aus diesen Finanzindikatoren heraus,
Habe man das gemacht, habe das vor allem Marko Kolarović gemacht, der will sozusagen ja nicht noch ein Argument liefern gegen seine eigene Position, gegen sein eigenes Buch, denn der ist permanent long, also kann er nur Sachen erzählen, die auch wirklich für die Long-Seite sprechen. Nicht für die Long-Seite oder zumindest ein Rätsel bleibt, warum die Reverse Repos gestern ein neues Allzeithoch erreicht haben, also die Gelder, die hier ausgetauscht werden, im Prinzip Staatsanleihen gegen Cash. Die Banken haben so viel Cash normalerweise, dass sie dann Staatsanleihen als im Tausch mit dem Staat sozusagen austauschen. Jedenfalls über 2 Billionen, das erste Mal, dass wir über diese Marke gekommen sind. Wir sehen, dass die Liquiditätspuffer der Banken zurückgehen. Also es ist eine interessante Zeit und insofern auch erstaunlich, dass nach wie vor die Profiterwartungen von der Wall Street an S&P 500 Unternehmen weiter steigend sind und das in einem rezessionären Umfeld. Ob das gut gehen kann, würde ich mal mit großer Entspannung verneinen. Schauen wir uns jetzt mal die Aktienmärkte an. Wir sehen S&P 500 nach wie vor klar im Abwärtstrend, auch wenn gestern ein Schnaps nach oben gekommen ist. Von den letzten 98 Tagen waren nur 13, wo der Handel von Anfang bis Ende im Plus war. Also wo der S&P 500 nicht zwischenzeitlich mal ins Negative gefallen wäre. Was brauchen wir? Wir brauchen eine Stabilität des Marktes. Wir haben zu viel Volatilität. Solange die Vola so hoch ist, wie Sharon Blockland zeigte, wird es nichts mit einer nachhaltigen Rallye. Und was ist hier der Grund für diese Nervosität? Natürlich dieser monetäre Klimawandel, pardon, wenn ich es nochmal sage, hier durch die Fed. Hier sehen wir, dass das Financial Conditions, dass sich die Financial Conditions schon deutlich stärker gestraft haben, als sich die Leitzinsen erhöht haben. Also die Zinsanhebung der Fed ist nur ein Puzzlestein in diesem ganzen Komplex der Financial Conditions. Dazu gehören Spreads, also die Risikodifferenzen, die Zinsdifferenzen zwischen Unternehmensanleihen und Staatsanleihen. Dazu gehört der Aktienmarkt. Da gibt es sehr viele Parameter. Jedenfalls sehen wir hier, dass diese Financial Conditions sich deutlich gestraft haben, wie hier der Chicago Financial Conditions Index eben zeigt und hier die große Differenz zeigt zwischen der bisher sehr geringen Zinsanhebung und den Financial Conditions. Aber ich will natürlich dieses Video nicht beenden, ohne den Bullen noch ein saftiges Stück Fleisch hinzuschmeißen, meine Damen und Herren. Wir haben ja gesehen, in letzter Zeit sehr, sehr viel Geld abgeflossen aus den Aktienmärkten, nachdem alleine im Vorjahr 2021 mehr Geld in ETFs und Aktien geflossen ist, als in den 20 Jahren zuvor insgesamt. Jetzt wird die Gelder abgezogen. Wir sehen aber auf der anderen Seite, dass Corporate Insider, also Unternehmensinsider, jetzt wieder verstärkt kaufen. Das erste Mal seit März 2020, dass die mehr kaufen als verkaufen. Gutes Zeichen, aber nicht gutes Zeichen in Sachen Konjunktur ist das, was mit China derzeit passiert. Da sehen wir, dass JP Morgan jetzt ähnlich wie die UBS das zweite Quartal in China abgestuft hat. Hier erwartet man jetzt, dass man minus 5,4% rauskommt. Vorher war eine Erwartung von minus 1,5%. Das wäre auf jeden Fall das schwächste Quartal jenseits der Finanzkrise 2020. Also da tut sich was. China hat ein Riesenthema und das wird unser Thema werden. In ein bis zwei Monaten werden wir komplett die Auswirkungen des Lockdowns hier zu spüren bekommen. Ja, also das ist die Situation. Dieser Deinflation is stupid. Daher auch ein Artikel über Wirtschaft und Inflation in den USA. Der Konsum, das Zünglein an der Waage. Da bitte ich Sie nochmal, hier sich das entsprechende abzuholen an zentralen Infos, warum der Konsument so wichtig ist und warum die Inflation diesen Konsumenten als zentrale Triebfeder der US-Wirtschaft praktisch abwirkt. Und zweite Empfehlung dann meiner zweitbesten Freundin, ARK Innovation. Kommt jetzt der Wechsel von Short zu Long. Ich bin ja total long in ARK Innovation, weil es schon meine zweitbeste Freundin ist. Ja, nicht, dass Sie mich da die letzten Jahre missverstanden haben, wenn ich über meine zweitbeste Freundin Cathie Wood gesprochen habe. Aber Spaß beiseite. Diese beiden Artikel werde ich Ihnen unter dem Video verlinken mit der dringenden Bitte, diese auch zu studieren. Und jetzt sage ich Servus und Ciao.